Oh Mann, das war mal ein heftiger Trailer. Wir spekulieren und analysieren jetzt mal den Trailer zu Battlefield 1. Mit dabei der Robin. Guten Tag. Es ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde her, also 900 Sekunden, als beziehungsweise wo der Battlefield-Trailer vorgestellt wurde. Oh Mann, erste Reaktion von uns war... Wir haben recht gehabt mit unserer Prediction. Genau, wir haben gesagt, es wird der Erste Weltkrieg und es ist der Erste Weltkrieg. Wir haben förmlich abgespritzt auf diesen Trailer. Ich muss mal welchen Kanal sauber wischen, Alter. Ja, hier, so. Und ja, wir werden jetzt Stückchen für Stückchen den Trailer durchgehen. Wir können allerdings euch leider den Trailer nicht in den Hintergrund packen. Wir legen aber verlinken. Bilder. Und wir können ihn euch verlinken. Genau, wir verlinken ihn euch und wir werden ein paar Bilder reinpacken, weil sonst wird das Video gesperrt. Genau, weil wir sind ja ziemlich penibel mit. Und ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal an. Wir haben gerade beide den Trailer offen bei TogetherTube. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ja, wir gucken uns den erstmal an und wir sehen in der ersten Sequenz schon mal, dass da ein das sieht nach einem deutschen Soldaten aus. Und der schellt gerade so einen wahrscheinlich französischen Soldaten mit einer Grabenkeule weg. Also, genau, also man sieht die Grabenkeule, man sieht, dass der Typ eine Gasmaske hat, typischen Helm und vor allem ein zerbombtes Schlachtfeld. Und im Hintergrund, siehst du im Hintergrund, das könnten Bäume oder so sein oder irgendwie so abgestorbene Bäume, so die keine Zweige mehr haben oder sowas. Könnte das sein. Und ja. Jetzt meine Prediction. Es gibt halt keine Messer mehr, würde ich sagen, sondern Grabenkeulen, die da halt die Nahkampfwaffen ersetzen. Das genau. Jetzt so also man hat jetzt nicht wie bei BE4 20.000 Messerskins, also 20 Messer, sondern man hat jetzt wieder wie bei BF3 halt eine Grabenkeule und später sieht man auch noch eine Schaufel. Vielleicht hat man noch eine Schaufel. Wir werden jetzt erstmal weiter vorgehen, bevor wir zu der Schaufel kommen. Wie gesagt, wir werden jetzt Stückchen für Stückchen vorgehen und den Trailer genauestens analysieren. Wir haben ja 1 Minute 19. Wenn ihr euch den Trailer schon angeguckt habt, dann werdet ihr gewiss auch festgestellt haben, dass die Musik im Hintergrund mega geil ist. Und der. Ja, immer einfach mal weiter. Okay, hier sieht man am Himmel Zeppeline und halt Explosionen, wo vielleicht ein paar Bomber gerade explodieren. Auch nichts wirklich Besonderes, willst du doch was dazu sagen? Nee, das ist... Okay. Aber jetzt... Okay. Das ist wieder interessant. Genau. Das ist, wahrscheinlich, würde ich so mal behaupten, in Battlefield gibt es ja normalerweise Panzer, ja? Man sieht ja hier ein Pferd. Und in Battlefield gibt es halt Panzer und halt kleinere Panzer, also so Sperrwagen, wie die LAV oder so heißt das Ding, glaube ich. Und ich würde sagen, Panzer sieht man im Trailer auch und Kavallerie. Und Kavallerie ist dann sowas wie, das, wie LAVs oder sowas. Also. Also Kavallerie, ja, ich weiß, was Kavallerie ist. Kavallerie sind halt die Pferde. Und ja, man sieht auf jeden Fall hier, das ist vielleicht schon mal ganz wichtig zu sagen, oder ganz interessant, man sieht hier schon mal ein Schwert. Oder ein Katana. Ich weiß es jetzt nicht genau, man kann es schon erkennen. Ja, es ist genau, Säbel. Säbel, ich hätte, wenn ich Säbel höre, würde ich direkt auf Piraten oder so tippen, aber ich denke, hier handelt es sich um einen Russen. Ich jetzt einfach mal so. Ja, oder Osman, das sieht immer für mich Osman so halt aus dem östlichen Bereich wird er wahrscheinlich kommen. Allgemein denke ich, oder hast du ja vorhin auch schon gesagt, jetzt mal nochmal kurz zusammengefasst, man wird hier, natürlich das Szenario ist Erster Weltkrieg und man wird wahrscheinlich als Truppen sowohl Deutsche als Amerikaner vielleicht. Nee, ich würde sagen. Vielleicht noch Amerikaner. Ja, Amerikaner kommen ja später erst dazu. Also ich würde sagen, ist ja in der Endphase des Krieges, weil man da Panzer sieht. Deshalb würde ich sagen, Deutsche auf jeden Fall, dann Franzosen vielleicht, Briten wahrscheinlich auch, Amerikaner und vielleicht noch Osmanen, also Türken, genau. Vielleicht auch noch, weil man sieht Türken da hier. Wegen hier das hier und Russen, denke ich mal auch. Wir können ja nachher, wenn der Panzer kommt, können wir ein bisschen spekulieren, woher wahrscheinlich dieser Panzer kommt. Denn früher im Ersten Weltkrieg hatten ja nicht wirklich viele Länder Panzer. Ja, nur England, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland hatte. Auch. Wir können ja, doch, die hatten, glaube ich, auch welche. Ja, ich bin jetzt mal nicht auf Wikipedia. So, genau, ich bin jetzt nicht so gut informiert über den Ersten Weltkrieg. Da ist, glaube ich, Robin ein bisschen besser informiert. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die schon Panzer hatten. Egal, während er sucht, gehen wir mal in die nächste Szene. Da sieht man diesen vermeintlichen Osman auch besser vom Gesicht. Das ist wahrscheinlich eine Frau, sieht für mich nach einer Frau aus irgendwie. Okay, jetzt habe ich einen guten Shot gerade rausbekommen. Man sieht im Gesicht Kriegsbemalung und vor allen Dingen so ein Turban. Also
Russland denke ich eher nicht, denn das ist ja vor allen Dingen in der Wüste. Ja. Und jetzt stellt sich für mich natürlich auch die Frage, im Ersten Weltkrieg, wo könnte man da ein Szenario haben, wo Wüste ist? Das hier ist ja eindeutig so ein... Nordafrika, auf jeden Fall, denke ich. Das könnte also entweder... Afrika. Ein Mamelucke könnte das sein. Also ein Volksstamm in Afrika, die ja damals so lebten. Oder Osmanen, also auf jeden Fall spielt auch was in Nordafrika, wie man sieht. Ja, auf jeden Fall ist diese Person hier nicht dunkelhäutig, das ist man auf jeden Fall. Und hat auf jeden Fall Bemalung und hat so ein Kopftuch. Egal, wir machen jetzt erstmal weiter. Mal gucken, was jetzt kommt. Das ist interessant. Okay. Nächster Shot, du darfst anfangen. Das, da sieht man natürlich eine Luftschlacht und den MG-Schützen, wie er halt das Schlachtfeld beschießt. Genau, die Frage ist, wo sitzt er drin? Ich denke mal nicht, dass er in einem Zeppelin sitzt. Nee, das ist anscheinend ein Flugzeug. Bomber. Und jetzt würde ich sagen, es gibt erstmals zwei sitzige Flugzeuge. Ja. Einer fliegt und der andere sitzt hinten in der MG und ballert ein bisschen rum. Das gab es ja auch im Battlefield 1942, zweimal Flugzeuge, und das kommt zurück. Das, was wir uns gewünscht haben, eigentlich schon seit BF3, dass man das irgendwie mit einem Patch Zweisitzerflugzeuge kommt. Das tritt jetzt hier vermutlich wieder ein. Zweisitzerflugzeug. Man sieht hier noch Zeppeline und hier so Bomber oder hier die Doppeldeckerflugzeuge rumfliegen und da ist, wie gesagt, das bombte Flugfeld. Wir machen mal weiter, oder willst du noch was sagen? Nee, ich würde nur sagen, wie man sieht, die Schlachtfelder sind natürlich wieder angepasst an den Ersten Weltkrieg, so richtig düster und genau, ich denke mal, so dunkel. Ich denke mal, die haben auch eine Entscheidung getroffen, dass es in Nordafrika spielt, da ich meine, in Europa sah natürlich alles gleich aus, alles abgestorben und dunkel, und ich meine, da kann man nicht viel ändern und ein bisschen Abwechslung reinbringen, haben die wahrscheinlich Nordafrika noch als Schauplatz genommen. Ich hoffe inständig, dass da auch Deutschland als Schauplatz diesmal dabei ist. Ja, das natürlich. Hatten wir bei Battlefield-Teilen nicht wirklich. Ich hoffe, dass da irgendwie vielleicht so ein Ausschnitt von Berlin kommt oder so Schlachtfeld. Ja, weil Ostfront oder... Seit Battlefield 1942 hatten wir, glaube ich, keinen wirklichen Battlefield-Teil mehr, der in Deutschland spielte. Nee, da hat 42 überhaupt in Ja, Berlin. Ach so, ich dachte eigentlich, ja. Stimmt, 43 hat in Japan gespielt. Aber es ist ja auch Zweiter Weltkrieg. Ja. Wir reden ja jetzt hier über Erster Weltkrieg, das gab es vorher auch noch nicht im Battlefield. Und ich würde sagen, wir schauen mal weiter, was es sonst so gibt. Hier sieht man. Nächster Shot. Hier sieht man, wie Soldaten, wahrscheinlich Briten, sieht man am Helm. Da sind wahrscheinlich Briten oder Franzosen wegen diesem Scheibenhelm. Ja. Und man sieht, wie die da vorstoßen. Ich weiß nicht, ob da noch was dazu zu sagen ist. Aber man sieht auf jeden Fall auch Schützengräben hier. Ja, und Schützengräben und Stacheldraht. Genau, und hier noch die Spikes, Defensive Spikes, die sind hier auch. Und da oben ein Bomber, ein Flugzeug, der ein bisschen rumballert. Ich denke mal, mehrere Zeppeline. Siehst du das im Hintergrund? Ich frage mich, ob dahinter irgendwie ein Schiff ist. Dahinter im Hintergrund, wenn du so linke Seite guckst, mit dem linken Soldaten, da sind ja so zwei, das ist ein Fahrrad, vielleicht ist ja irgendwie ein Schiff. Oder ein Stützpunkt oder sowas, aber ein Schiff, das sieht nicht nach Meer aus für mich. Es gab aber keine U-Boote, oder, im Ersten Weltkrieg? Doch, schon. Echt? Ja. Es wäre geil, wenn es auch U-Boote gäbe. Ich bin echt... Ja, die haben ja auch auf der Vorstellung eben von Sea Warfare geredet, also denke ich mal, dass auf jeden Fall auch... Marinegefechte, ob es jetzt wirklich auf einem... wie nennt man diese fetten Schiffe, ob es jetzt wirklich auf so einem... Flugzeugträger oder von diesen Kampfschiffen da, Zerstörer oder so hießen die, glaube ich, damals oder so. Oder ob es U-Boot-Kriege gibt. U-Boot würde ich richtig feiern. Ich finde das richtig cool. Und am besten mit so mehrere Männer steuern, so ein U-Boot, das wäre richtig geil. Genau. Würde man sich gegenseitig versenken kann. Wir lassen uns überraschen. Wichtig ist zu diesem Stelle noch zu sagen, man hat jetzt wirklich keinen Ego-Perspektiven-Footage gesehen, lediglich so Cinematic. Aber das ist alles In-Game. Aber es ist In-Game, genau, es ist In-Game-Grafik. Also, kauft euch schon mal eine neue Grafikkarte, spart schon mal für einen Arbeitsspeicher oder sowas. Genau, ihr müsst aufrüsten. Das wird ein bisschen fressen, das hat die neue Frostbite-Engine. Okay, wir gucken mal weiter. Ist das eigentlich eine neue Frostbite-Engine? Hier sieht man wieder einen britischen Soldat, der aufs Maul bekommt. Ja, Frostbite-Engine, ja, ist das, glaube ich. Eine neue. Frostbite 4? Ja, ja. Oh, ja, genau, okay. Frostbite 4. Okay, wie du gerade sagtest, das hier ist schon wieder irgendeine Keule, das ist die Schaufel. Man sieht hier auf jeden Fall diesen typischen Helm, wahrscheinlich ein Brite. Hier ist es nicht eindeutig zu erkennen, die haben auf jeden Fall hier hinten natürlich noch diese ganzen Sunny-Bags oder was es auch ist auf dem Rücken. Und ja, ansonsten kann man hier nicht viel zu sagen. Ja, und hier sieht man halt die Schaufel. Das heißt, so ein Klappspaten wird wahrscheinlich auch als Nahkampfer verdienen. Genau, neben der Keule. Und man sieht hier eine Schrotflinte. Oder gab es da schon einen Schrotflinten? Aber es ist vielleicht ein halbautomatisches Gewehr. Ein Gewehr.
ja, man sieht ja schon die erste Waffe, halt ein Shotgun-mäßiges Gewehr. Ob es jetzt ein Shotgun ist oder sowas, sehen wir halt noch nicht. Im Hintergrund, denke ich, ist wieder so ein Baum. Guck mal, über dem Klappspaten denkt man, das ist ein Baum oder so. Und da sieht man wieder diese typische Battlefield-orange-färbende Stilierung da. Das typische Battlefield-Layout-Setting, wie auch immer. Wir gucken mal weiter. Hier nochmal kurz, man sieht, ich hoffe, hier nochmal besser. Okay, wir machen weiter. Das ist richtig geil. Der rote Baron. Echt, der rote Baron? Ja, der hat auch so einen Dreidecker, so einen roten. Aber okay, ja, Doppeldecker. Wahrscheinlich hier auch wieder ein Zweisitzer. Wahrscheinlich hinten sitzt der Pilot, vorne sitzt der Gunner oder halt der Schütze. Ich weiß nicht, ob bei so einem Dreidecker, also ich glaube, das ist ein Einsitzer, der Schütze hat, also der Pilot hat auch gleichzeitig geschossen, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das ein Zweisitzer ist. Das ist überraschend. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier schon bei so Luftgefechten sind, hat der Typ auch angesprochen vorhin, es wird höchstwahrscheinlich auch Luftüberlegenheit geben mit Bombern und vielleicht Zeppelin oder sowas. Gab es ja schon Battlefield 3 mit Zeppelin, die man einnehmen musste. Genau, wo man rumfliegen muss. Vielleicht ist es ja so, wir predicten natürlich und wir lagen natürlich auch jetzt bei unserer Vermutung richtig, dass es sich um World War One handelt. Und auch mit unseren Game of Thrones Theorien liegen wir eigentlich gar nicht mal so falsch. Aber es ist natürlich was anderes. Und was ich noch sagen wollte, der Luftkampf wird natürlich wieder interessant, weil alles analog wird. Das heißt, es gibt keine Flares oder sowas, es gibt auch keine Raketen. Das wird alles ein richtig, also es ist ein anderes Feeling, denke ich mal, als in Battlefield normalerweise. Und vor allen Dingen, es gab es damals schon wirklich wärmegelenkte Raketen. Also Nein, das gab's ja nicht. Deswegen wird man hier wirklich noch auf das Oldschool-mäßige MG-Schießen setzen. Ja, und das heißt, nur richtige Pro-Spieler können halt jemanden runterholen, weil ich meine, mit der MG jemanden runterzuholen ist nicht so leicht, denke ich mal. Okay, machen wir weiter. Ja. Also das erfordert, denke ich, jetzt mal wesentlich mehr Skill als damals. Ich hoffe, die haben es nicht so lächerlich gemacht wie es war in irgendeinem Battlefield halt, war dieses Flugzeugfliegen auch richtiger Bullshit. Die haben das so richtig einfach gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem es war, aber es war auf jeden Fall mal richtig scheiße. Egal, wir machen mal weiter. Hier immer noch schön. Und hier sieht man erstmal die zur Landschaft, will ich was sagen. Das sieht mir nicht nach Europa aus, das sieht wieder nach Nordafrika oder irgendwie im Syrien, keine Ahnung. Ja, im Osten irgendwas. Aber das macht keinen Sinn, wer ist weg. Ja, aber in Nordafrika würde ich sagen. Das heißt, sonnig und vor allen Dingen steinig. Ich bin jetzt auch nicht so fit im Ersten Weltkrieg, aber ich weiß nicht, sind die Deutschen in Nordafrika gewesen im Ersten Weltkrieg? Weiß nicht. Aber es sind auf jeden Fall dann deutsche Kolonien gibt es ja auch noch in Afrika. Ja. Ich weiß nicht, ob die aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg sind. Ja, Ersten Weltkrieg. Glaube ich aus dem Ersten. Die haben ja im Zweiten Weltkrieg, mussten die ja irgendwie aufgeben oder zurückgeben oder wie auch immer. Aber die Kolonien war eher Mittelafrika und so. Also nicht Nordafrika, aber lassen wir uns überraschen. Da ist ja auch Sonne und Stein. Ich bin echt mal gespannt. Okay, machen wir weiter. Und da haben wir gerade gesehen, der rote Baron ist draufgegangen. Aber genau, der fliegt ja in den Turm rein. Ich weiß jetzt nicht genau, was es war. Wir können mal kurz. Das sieht. Sehen. Ja. Oh. Okay. Also, wir sehen auf jeden Fall die neue Frostbite Engine, wie heftig die wird. Man sieht auf jeden Fall viel Zerstörung, viel Rauch und. Nebel, sag ich schon. Viel Rauch und. Hier. Schott. Zerstörung. Und ich hoffe natürlich, dass es auch im Endgame so wird, wenn man mit einem Flugzeug in so ein Gebäude fliegt, dass das dann auseinanderfällt und nicht einfach, dass das wie in einer Battlefield-Teilen kaputt geht. Du fliegst in irgendein Haus rein, obwohl in dem Haus jetzt nicht, aber du fliegst gegen den roten Antennenturm und der fällt nicht um oder der kriegt nicht viel Schaden. Der sieht dann so aus wie vorher. Vielleicht ein bisschen schwarze Asche oder so, aber viel mehr nicht. Interessant zu sagen, wäre vielleicht noch unten rechts, der Typ hat wahrscheinlich was Blaues an, das deutet natürlich ein bisschen auf britisch oder französisch hin, wenn er hier schon was Blaues an hat. Ja, oder deutsch, kommt drauf an. Der Deutsch, das kann eigentlich alles sein. Auf jeden Fall hat er hier eine blaue Uniform an. Und einen roten, roter Hut, das könnte auch Russland sein. Aber ich weiß nicht ganz genau. Ist auf jeden Fall noch nicht flüssig. Ich denke, das hier könnte eine Windmühle gewesen sein. Man sieht hier vielleicht so ein Windmühlrad und vor allen Dingen, das sieht ja auch eher so aus wie so eine Windmühle von der Rundung her. Okay, machen wir mal weiter, oder? Ja. Macht mit. Ja. Und hier sehen wir, wie so ein Panzer losfährt. Genau, und hier fährt gerade so ein Panzer los, da hat jemand den Hebel umgeworfen und jetzt geht's natürlich los. Hier, das ist ein typischer Erster Weltkriegspanzer, man sieht an den Seiten noch so fette MGs und man sieht vor allen Dingen, das spielt wahrscheinlich wieder entweder in Afrika oder halt im Fernen Osten. Man sieht hier auf jeden Fall wieder Leute mit Sonnenschutz und in heller Kleidung, natürlich der sandigen Umgebung angepasst.
Und jetzt geht natürlich los mit der Spekulation. Was für ein Panzer kann das sein? Also ich, an den roten Streifen in der Hose bei dem Typen vorne, würde ich, ich weiß nicht ganz genau, das sieht für mich nach Deutschland aus, weil die hatten ja so rote Streifen. Und jetzt stellt sich mir eine andere Frage. Kann man den Panzer zu mehreren Leuten steuern? Weil damals gab es ja auch Fahrer und halt für jede MG so einen Typen. Und das wäre natürlich auch interessant. Das ist ja natürlich im Battlefield immer so gewesen, dass man Panzer halt mit mehreren Leuten steuern kann. Ich gucke mir gerade so ein Bild von so Panzer aus dem Ersten Weltkrieg an, um zu gucken, was das vermutlich sein kann. Ich habe gerade eins gefunden. Guck mal, was das sein kann. Erzähl ruhig nochmal weiter, was du sagen sollst. Ja, nee, das war's schon. Ja? Ja. Okay. Und links sehen wir natürlich einen Typen mit einer Gasmaske. Und ich denke mal, wenn die in Nordafrika mit Gasmasken rumrennen, denke ich mal, dass es auch Gaswaffen, so genau, Gasgranaten oder sowas geben wird. Man hat vorhin vor allen Dingen auch gesehen, dass es wirklich auch Gasgranaten gibt. Dazu kommen wir gleich nochmal. Bei diesem Panzer handelt es sich vermutlich wirklich um einen Panzer der Deutschen. Denn ich habe gerade ein Bild gefunden und das wird, denke ich, ein deutscher Panzer sein. Deswegen, wie du schon sagtest, könnten das auch deutsche Soldaten sein, wegen den roten Bändchen. Aber wir lassen uns natürlich weiter überraschen. Zu den Waffen kann man ja eigentlich nur sagen, sieht wieder aus wie so ein Gewehr. Ist und vorne natürlich ein Bajonett dran. Genau, und Bajonett. Das ist auch interessant. Man sieht auch später im Trailer, dass ein Typ ein Bajonett aufpflanzt. Und ich weiß nicht ganz genau, aber kann natürlich sein, dass man auch wie in Multiplayer Warband, wer das spielt oder so, kann man ja auch einfach Nahkampfmodus wechseln und dann einfach Leute mit dem Gewehr halt abstechen. Ich frage mich, ob das auch hier ist. Das wäre auf jeden Fall cool. Wahrscheinlich Leute wieder mit irgendeiner Taste den Waffenaufsatz wechseln halt zum Bajonett. Bin echt mal gespannt. Okay, weiter. Hier, okay. Das ist richtig geil, die Szene. Das ist eine der coolsten Szenen aus dem Trailer. Hier sieht man wieder Osman oder sowas, weil die so ein Turban haben. Und die Schwerter, und so ein Säbel. Wie die halt mit Pferden von da vorne preschen. Und dahinter so ein anstürmendes Flugzeug, was die halt wegmäht. Genau. Und natürlich, wie man schon im Trailer erahnen kann in den ersten Sekunden, das spielt ziemlich häufig in Nordafrika oder so. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Hauptsetting, würde ich sagen. Ja, und vor allen Dingen sieht man ja auch nochmal, ich bin echt mal gespannt, wie man die Pferde steuern kann, wie das so von dem Gefühl her ist, weil bisher Battlefield mit den Jeeps, das war ja immer so eine Sache. Ich bin echt mal gespannt, wie sich die Pferde steuern lassen. Also ich bin ja so ein, ist, wie auch immer. Ich bin ja so ein Multiplayer-Spieler und ich denke mal, die werden so ähnlich gesteuert wie im Multiplayer, dass man einfach mit der Maustaste halt die Richtung des Schwertangriffs bestimmen kann und sowas alles, aber ja, du kennst... Sieht auf jeden Fall geil aus, also ich bin echt mal gespannt. Geh weiter. Das ist interessant, okay. Da sieht man nämlich das Innere eines Hauses, das heißt, es gibt auch wieder Close Combat. Genau, hier sieht man ein Fenster und da stürmt gerade so ein Typ rein. Okay, das weiß das sieht für mich nach Deutschland oder Frankreich aus, wegen dem Palastschmuck halt. Genau, Palastschmuck hier, man sieht so einen Typen, der durch den Korridor rennt, der wird wahrscheinlich gerade beschossen. Von was ist jetzt halt nicht zu sehen, wahrscheinlich irgendwie Bomber oder so oder irgendwas anderes MG. Und das ist natürlich auch wieder ein Hinweis auf Close Combat Maps. Genau. Worauf ich mich sehr freue. Ja, ich weiß auch zu BF3-Zeiten, da das Sieberturm. Sieberturm, Dornaya Fortress und wie alle hießen, das war ja Close Quarters, genau. Wäre echt geil, ich bin echt mal gespannt. Und ja, machen wir mal weiter. Der nächste Shot ist auf jeden Fall sehr interessant. Die Szene das ist nämlich sehr viel. Man sieht auf jeden Fall waldige Gegend. Das ist Ego, das ist First Person. Das ist First Person. Man sieht, da kann man viel zu sagen. Man sieht auf jeden Fall einen Wald, waldige Region, man sieht irgendwie eine Ruine und ja, man das sieht, das soll natürlich vielleicht ein bisschen auf Deutschland hin, wegen waldiger Region und so. Ruine. Aber das sieht für mich ein bisschen, ich meine, wo gibt es in Deutschland Ruinen? Das ist ein bisschen, ja, eben, also die, über die Position hiervon weiß ich, kann man jetzt nicht viel sagen. Auf jeden Fall Wald, also es wird wahrscheinlich nicht in Afrika spielen. Nee, und man sieht Gas, genau, wie so ein Typ vor Gas wegrennt. Und der hat eine Gasmaske auf, das kommt jetzt gleich im nächsten Shot auch nochmal. Ja. Und man sieht hier den Typen mit einem fetten MG. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Brite wegen dem Helm wieder, aber... Genau, ja. Der Typ hier unten. Okay, machen wir mal weiter. Und er wurde getötet. Genau, er wurde gerade getötet. Und hier sieht man es nochmal. Er zieht sich gerade eine Gasmaske auf. Ich weiß nicht, ob das eine Gasmaske sein soll. Das sieht für mich eher nach... Guck mal runter, das ist wahrscheinlich eine Gasmaske. Ja, ich weiß nicht, für mich sieht das eher für eine, nach so einer fetten Panzerung aus, irgendwie. Er hat ja auch ein fettes MG. Weiß nicht, könnte so ein fetter Juggernaut sein oder sowas. Also ich denke, es wird eine Gasmaske sein, allein weil er jetzt in so eine Gaswolke reinrennt, deswegen sieht er sich wahrscheinlich jetzt so eine Gasmaske auf. Und ja, machen wir mal weiter.
Also Gasmasken gibt es. Hier sehen wir wahrscheinlich einen fetten Juggernaut, wie Robin gerade so schön gesagt hat. Achso, ja, genau. Ach, fette. Da war gerade der, die Übertragung ein bisschen verbuggt. Ich war einfach weiter als du. Achso. Ja, deshalb habe ich falsches Zeug gelabert. Okay. Hier das hier, da stimme ich dir jetzt aber zu, das wird wahrscheinlich so eine Art Juggernaut sein, wenn ich fett gepanzert. Und er hat wahrscheinlich ein MG in der Hand auch. Man sieht ja schon, dass so eine Patrone fliegen. Und ja. Und hier sieht man, wie, ich glaube, das sind Russen, wie halt Russen weggemetzelt werden. Genau. Und ja. Machen wir mal weiter. Hälfte haben wir schon rum. Okay. Das hier könnte jetzt auch wieder ganz interessant sein. Okay. Man sieht hier wieder steinig, waldige Region, aber das ist jetzt mal nicht so ausschlaggebend. Viel interessanter sind wahrscheinlich hier die Infanterie, die gezeigt wird. Man sieht hier auf jeden Fall. Mach mal gerade die Aufnahme weiter. Ich bin ein bisschen zurück, glaube ich. Ja. Start nochmal am besten oder refreshen. Oh, ja. Okay. Sag, wenn du hast. Hab ich. Okay. Ja, man sieht hier auf jeden Fall, da hat sich jemand so eine Art Kopftuch über die Nase gezogen. Und man sieht ja Schutzweste, halt das Typische und die Helme. Ich wüsste jetzt nicht, worauf das wirklich hindeuten sollte. Auf jeden Fall, sie sind grün angezogen, wahrscheinlich wieder der Region angepasst. Bin da echt mal gespannt. Kann ich weitermachen? Ja. Okay. Das ist, Sieht nach Vietnam irgendwie aus. Ja, das Asien. Sieht richtig nach Japan, irgendwie Asien aus, ja. Aber da spielt ja der Erste Weltkrieg nicht, also... Irgendwie. Obwohl, es gab ja einen Krieg zwischen Japan und China in der Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das auch mit einem... Und vor allen Dingen, die sehen auch so ein bisschen asiatisch aus, finde ich. Wenn man sich den mal anguckt, ja. Mit denen so ein bisschen... Und die Landschaft vorhin auch, weil es war so ein bisschen grün und... Man sieht ja, auf jeden Fall wieder Zeppeline und hier unten ist so ein fettes Anwesen. Also ich kann schon mal sagen, das sieht auf jeden Fall nicht nach Europa aus. Ich wüsste keine Landschaft in Europa, die so aussieht. Eben, vielleicht irgendwas tief in Afrika drin, keine Ahnung, deutsche Kolonie, Namibia oder sowas. Mal überraschen lassen. Ich mache auf jeden Fall mal erstmal weiter. Okay, da kommt wieder so ein Rhodes Flugzeug angeflogen und das Anwesen wird bombardiert. Okay. Und hier ein britischer Panzer, denke ich. Ja, ich denke, das wird auch britisch sein, weil sieht auf jeden Fall wieder hier im Hintergrund die Zäune, Stacheldraht und so weiter, zerbombtes Schlachtfeld. Und ihr rollt halt so einen Panzer an. Kann man jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Und hier sieht... Da sah man ein bisschen. Da sieht man einen Schützengraben. Genau. Ich habe natürlich hier die Munitionsvorräte. Ich bin mal gespannt, ob es da auch wieder Battle Pickups gibt. Ich denke eher nicht, aber da können wir uns. Doch, dieses MG könnte Battle Pickup sein, so ein MG oder so. Und hier sieht man auch, wenn man ganz genau hinguckt, ein Bajonett vorne an dem Gewehr bei dem Typen, der mittig im Schützengraben steht. Und hier vorne bei dem auch. Aber ich finde, links sieht man das, bei dem anderen sieht man das viel besser. Man sieht, dass der Typ ein Bajonett hat. Man sieht auch, dass der das gerade aufpflanzt, also dass man das halt optional nehmen kann, denke ich. Genau. Und man sieht, wie ein Panzer darüber rollt in der nächsten Szene. Ich bin mal aber auch gespannt, wie das mit dem Stellungskrieg dann aussieht, wie die den umgesetzt haben. Also, sind wir mal ganz gespannt. Wir machen mal weiter. Vielleicht gibt es auch einen Spielmodus, wo es eine Map in verschiedene Etappen eingeteilt ist und man muss halt Schützengräben einnehmen. Eine Seite muss die verteidigen und die andere muss halt Schützengräben einnehmen. Das wäre eigentlich ganz cool, finde ich. Ja, so Front. Ja, so okay, Frontverschiebung. So ein... Okay. Gucken wir weiter. Hier kommt gerade ein fetter Panzer auf die Leute niedergeknallt. Und hier sieht man einen. Okay, hier kann man das wunderbar sehen. Einen Typen mit Gasmaske, der einen Flammenwerfer hat. Genau, Flammenwerfer. Woher er kommt, kann man nicht genau sagen. Das ist wieder unschlüssig. Jeder könnte sich so anziehen. Auf dem Rücken ist der Tank, wo das Gas drin ist für den Werfer. Und ja, Feuer weiter, der macht auf jeden Fall hier fett Feuer. Und das ist jetzt auch interessant, da sieht man eine Eisenbahn. Genau, eine Eisenbahn. Ich weiß nicht genau, ob das kann sowas wie ein Revolution-Event sein oder sowas. Aber ich denke nicht, dass das Gameplay fördernd ist, die Eisenbahn. Es sei denn, es gibt sowas Heftiges wie Eisenbahngeschütze oder so. Lassen wir das einfach mal außen vor. Und hier sehen wir auf jeden Fall Seekampf. Ein Schlachtschiff. Ein fettes Schlachtschiff mit fetter Artillerie. Ja, ich weiß nicht, ob das auf Festland schießt oder ob es gegen ein anderes Schiff kämpft. Man sieht hier, im nächsten Shot, es schießt Flugzeug. Flugzeug. Und das hier sieht ziemlich krass nach einer uns bekannten Map, finde ich, aus Battlefield 1943 war das, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie die hieß, aber das ist, glaube ich, eine japanische. Mir
Und es wäre natürlich auch cool, wenn Swag Island wieder ins Battlefield 1 schafft. Das wäre natürlich cool. Aber das ist ja im Pazifik. Genau, das ist im Pazifik. Das hier wird, denke ich mal, nicht Wake Island sein. Aber das wird trotzdem eine Map, denke ich, sein. Mir kommt dieser Turm hier ziemlich vertraut von der Map. Ich werde mich nachher mal noch schlau machen, wie die Map hieß. Auf jeden Fall kommt mir auf jeden Fall dieses Region sehr bekannt vor. Und ich bin echt mal gespannt, ob es das wird, was ich denke. Ich werde noch versuchen, den Map-Namen reinzuschreiben, wenn ich mich dabei erkundigt habe. Und wir machen mal weiter. Hier sieht man das fette Schiff und hier in dem Shot sieht man, wie das Flugzeug gerade auf so Männer einstürzt. Und hier sieht man im Hintergrund natürlich noch dieses fette Kriegsschiff. So. Bereit machen, Männer. Da wird gerade, denke ich, mal eine Artillerie geladen. Warte mal. Ja. Die Aufnahme ist gerade verbuggt. Ach ja, jetzt richtig. Okay. Die Szene hier mit der Artillerie. Das ist interessant. Ich denke mal. Also, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich denke, das sind verschossene Patronen, denke ich mal, oder? Weil, wenn du verschossen hast, hier sind die neuen. Also, man sieht ja Haubitzen. Ich weiß nicht, ob man. Also, das wäre richtig geil, wenn man die steuern könnte. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich Gameplay beeinflussend. So ähnlich wie so ein Mörser. Oder man ist es halt so ein Commander, falls es sowas gibt. So ein Commander-Fähigkeit-Vieh, dass man halt Artillerieschläge oder so befehligen kann. Aber es wäre cool, wenn man die steuern könnte. Genau, okay, wir gucken mal weiter. Ich glaube, jetzt kommt die Szene, die wir schon aus dem Teaser-Trailer kennen. Okay, hier, ja, danach kommt die sofort. Wir gucken mal ganz kurz nochmal. Hier, und zwar sehen wir hier einen Typen, der wahrscheinlich gerade wieder ein Doppeldecker fliegt mit der typischen Flugbrille. Der guckt wahrscheinlich gerade durch so eine Art Fernrohr oder sowas, Fernglas. Und im Hintergrund sieht man den Piloten oder den Schützen, eins von beiden. Genau. Und gucken wir mal weiter, hier explodiert das gute Flugzeug. Und hier sehen wir die Stelle, die wir schon aus dem Teaser kennen. Wo ein fetter Zeppelin über den. Das ist übrigens ein wunderschönes Bild oder Artwork. So ein fetter Zeppelin. Ich bin gespannt, was man mit den Dingern machen kann, ob man daraus wie so eine Art Gunship, ob man da ballern kann und das spawnen kann, sich so mit so diesen typischen Fallschirmen, diese runden Fallschirme, die gab es ja auch damals. Ich weiß nicht, ob es da schon Fallschirme gab oder so, aber ich denke mal, man kann auf jeden Fall da rein und dann mit MGs rumballern und sowas und Bomben daraus werfen. Wir können uns auf jeden Fall mal überraschen. Und ansonsten, glaube ich, war es das, oder? Genau, da kommt Battlefield 1. Und der Titel heißt natürlich Battlefield 1. Und Xbox One und so. Und Xbox One. Hoffentlich die Xbox nicht. Und ja. Pre-order now. Also ihr könnt es euch jetzt auch vorbestellen. Und get early access to the Beta. Genau, und wir können auch die Beta spielen. Und der Release Date, der 21. Oktober 2016. Genau, schreibt es euch hinter die Ohren. Am 21. Kommt es raus und wir können es uns schon vorbestellen. Vorbesteller erhalten wahrscheinlich wieder tausende Boni. Ich denke, wir werden uns auf jeden Fall vorstellen. Oder wie in Star Wars Battlefront, überhaupt keine Boni, aber... Genau. Also, das war jetzt der Battlefield 1 Trailer. Und wenn ihr genauso gehypt seid wie wir, dann bestellt es euch vor. Und schaut unseren Plan. Genau. Ja, dazu kommen wir noch später. Es werden auf jeden Fall, denke ich, noch Videos zu Battlefield 1 folgen. Wir werden... falls sie in die Beta aufgenommen werden. Auch mal natürlich Gameplay, solange wir das dürfen, werden wir Gameplay liefern, denke ich mal. Und wenn das Spiel draußen ist, werden natürlich auch tausende Videos folgen. Das war jetzt die Trailer-Analyse zum Battlefield 1 Trailer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir melden uns nächste Woche wieder mit einem Video zur dritten Folge von Game of Thrones. Genau. Wenn ihr dies gucken wollt, könnt ihr natürlich dann auch gerne wieder einschalten. Und bis dahin würde ich sagen, haut da rein. Ciao.